Das hat erstmal schon vorher sehr viel Spaß gemacht. Wir haben 2 Tage lang aufgebaut mit den Ausstellern. Und das war schon eine sehr gute Stimmung. Die konnten wir dann mitnehmen gestern. Und wir hatten über 7000 Besucher gestern schon am ersten Tag. Und die Stimmung war sehr gut. Es wurde schon ordentlich eingekauft von den lokalen Sammlern wie auch von den internationalen Sammlern. Und alle freuen sich über die sehr, sehr guten Arbeiten, die hier zu sehen sind. Und natürlich freue ich mich dann auch. Wir hatten letztes Jahr 28.000 Besucher. Wir hoffen natürlich auf mehr Besucher noch einmal. Wir sehen jetzt schon, dass viel mehr internationale Besucher noch mal kommen. Und das ist einfach wunderbar, dass dieser Messestandort und dieser Handelsstandort Wien immer mehr wahrgenommen wird. Wir wollen, dass lokale Sammler wie internationale Sammler und Museumsleute hier zusammenfinden, Freundschaften aufeinandertreffen. Und dass das im Laufe des Jahres weiterläuft. Also so, dass Menschen nächstes Jahr nochmal hier hinkommen und nochmal heuer planen, nächstes Jahr wiederzukommen. Das ist für uns die größte Hoffnung, so dass es ein Schneeballsystem am Ende ist und dass sich das positiv weiterentwickelt. Ich denke, da treffen wir mit unserem Fokus Ungarn, der Neo-Avantgarde, praktisch den Nagel auf den Kopf. Und zwar sind das Strömungen, die die letzten 20 Jahre wahrscheinlich bisschen vernachlässigt wurden, sondern da wurde immer das große, neue, hippe gesucht. Und jetzt ist die Tendenz dazu, ältere Künstler wieder zu entdecken, in die Studios zu gehen und die Künstler, die halt eben noch keine großen Ausstellungen hatten, obwohl sie schon, weiß ich nicht, in ihren 70ern sind, teilweise in ihren 80er Jahren sind, zu finden und diese auszustellen. Also ein bisschen kann man Retro sagen. Ja? Und ich glaube, mit unserem Fokus von Ungarn treffen wir ziemlich den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, zeitgenössische Künstler, das sehen Sie auch hier in der Zone One der österreichischen Künstler unter 40. Die arbeiten vielschichtig. Ja? Die arbeiten einmal mit Skulptur, mit Objekten, aber gleichzeitig gibt es noch eine Dimension, die vielleicht nur im Internet stattfindet. Also das sind 2 Dinge, die man vielleicht nicht weiß, wenn man nur die Skulpturen sieht, aber dass es noch eine 2. Dimension gibt. Und das sehe ich ganz stark, eben diese Mehrdimensionalität. Ja? Dass man nur, wenn man skulpturell oder körperlich arbeitet, heißt es nicht, dass man keine konzeptuelle Basis oder sogar basierend auf Film oder auf Internetbasis hat. Ich denke, wir sehen eigentlich ziemlich Konstanten. Also ich merke selbst, dass es wie eine Gemeinschaft gibt, also von Galerien, die für sich begriffen haben, dass Wien für die ein guter Ort ist und die immer mehr rausfinden und für sich verstehen, was am besten zu zeigen ist in Wien und was sie verkaufen können und dass sie ihre Kollegen wirklich schätzen und dass es wirklich eine Zusammenarbeit gibt, diesen Ort, diesen Handelsort weiter voranzubringen. Also ich glaube, es ist positiv konstant. Also wir haben weiterhin 1/3 Österreich, 1/3 Osteuropa und der Rest ist international. Und wir erfreuen uns immer größerer Beliebtheit auch international. Es gibt den Artproof Prize und es gibt den Cinema Prize. Der Artproof Prize wird dafür gegeben für Produktionen von Künstlern. Es gibt ein Komitee, das ist Dienstagabend rumgelaufen und hat sich angeschaut, Fotografie. Es geht darum, Fotografie zu fördern und zu sehen, was ist ein interessanter Fotograf. Und das haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen. Und der zweite Preis ist der Cinema-Preis. Wir sind im 3. Jahr und da sieht man einfach, dass gute Dinge auch ein bisschen Zeit brauchen. Wir machen das 3. Jahr in Folge ein Kinoprogramm. Das kuratiert ist von Olaf Stüber. Und es hat einfach 3 Jahre gebraucht, bis gereift ist. Und das MOMOG zeigt heuer den gekrönten Film von Hiva K. im Laufe der Messe im Kino im MOMOG. Und das ist eine ganz fantastische Sache, denn ja, was ist Kunst, wenn sie nicht gesehen wird? Was ist Kunst, wenn sie nicht diskutiert wird? Ich glaube, bei Fotografie ging es darum, dass es Konzeptfotografie ist, dass es wieder so eine Vielschichtigkeit ist. Und Film im
Hiva-Ka ist einfach ein fantastischer Künstler, Filmemacher. Und das ist für mich, das Mumok hat dann entschieden, was es natürlich zeigt. Und das ist einfach ein super Fit fürs Mumok. Und ich glaube, das passt toll ins Programm. Und es ist schön, wenn wir sehen, wie sich die Messe weiterhin mit der Stadt verzahnt. Wenn man herkommt zur Messe und rumläuft, hat man Spaß daran. Ja? Und ich würde einfach einladen zu kommen und wirklich das selbst zu begehen und dieses Stückchen mitzunehmen.